Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Drittligaspiel Rot-Weiß Essen gegen den FC Ingolstadt. Es war ein Sonntagsspiel für Rot-Weiß Essen im doppelten Sinne, denn Rot-Weiß hat das Spiel mit 4:0 gewonnen. Die Tore fielen durch Plechati, Harenbrock und Wonitsch und dann gab es noch ein Eigentor von Lorenz. Die meisten der 17.407 Zuschauer haben sich sehr über diese Tore gefreut. Und nun begrüße ich die beiden Trainer, unseren Gast Michael Köllner und Christoph Dabrowski. Und ich bitte Herrn Köllner, den Anfang zu machen und das erste Statement abzugeben. Ja, servus zusammen. Gratulation Rot-Weiß zum 4-0-Sieg. Also ich habe mich über die Tore nicht gefreut. Also da ärgere mich maßlos über das Spiel. Ich glaube, dass wir schwer ins Spiel gekommen sind. Essen ist sehr mannorientiert, am Ende uns attackiert. Haben dann auch leider dann das 0-1 hinnehmen müssen. Ich glaube, da haben wir uns dann trotzdem gut freigeschwommen und glaube ich auch unsere Möglichkeiten gehabt und haben auch sehr, sehr gute Einschussmöglichkeiten am Ende liegen gelassen. Und dann haben wir leider defensiv dann zu Fehler behaftet. Die Tore waren dann auch trotzdem große individuelle Fehler. Und so ist dann natürlich mit dem Elfmeter in die Halbzeit zu gehen mit dem 3-0, war es natürlich dann extrem schwer hier mit der Stimmung, dass wir dann am Ende nochmal zurückkommen und dann schon einiges noch vorgenommen. Aber mit dem 4-0 war dann spätestens dann war am Ende ist dann am Ende nur mehr, dass wir schauen, dass wir ohne einen weiteren Gegentreffer nur nach Hause kommen. Und von dem sind wir sehr enttäuscht. Gebrauchter Tag für uns. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir dann am Sonntag, nächste Woche wieder im Sonntagsspiel zu Hause gegen Mannheim, am Ende vor heimischem Publikum, am Ende dann die nächsten 3 Punkte holen. Rot-Weiß, alles Gute für die letzten 3 Spiele. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Köllner. Und dann gebe ich gleich weiter an Christoph Dabrowski. Vielen Dank für die Glückwünsche erstmal. Die Marschroute war klar von Anfang an, was wir ausstrahlen wollten. Wir wollten eine Kraft ausstrahlen, eine Energie von Anfang an, den Gegner unter Druck zu setzen, Ballgewinne zu haben, den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Wir wollten mutig Fußball spielen miteinander und das wollten wir nutzen, um auch dieses Stadion wieder hinter uns zu bekommen. Und ich glaube, das ist uns eindrucksvoll gelungen, auch wenn die Ingolstädter, wie Michael das gerade gesagt hat, auch in der ersten Halbzeit immer wieder gefährliche Aktionen gefahren sind. Elfmeter-Tor vor der Halbzeit war natürlich Gold wert vom Zeitpunkt. Dann wird es natürlich extrem schwer, dann aus der Halbzeit rauszukommen. Und ich glaube, in der zweiten Halbzeit war unsere Marschroute, das 4. Tor zu machen. Das ist uns gelungen. Und von daher haben wir das Stadion, glaube ich, wieder voll angezündet, voll mitgenommen. Das ist die Kraft, die wir brauchen. Und ich bin total zufrieden mit der Leistung der Mannschaft, wie sie aufgetreten ist. Auch für die Jungs, zum Beispiel Sandro, eine schwere Zeit hinter sich haben, der Mannschaft extrem viel gegeben hat in jeder Situation in der Saison und er wurde heute belohnt dafür. Ja, euch auch alles Gute für den restlichen Saisonverlauf. Vielen Dank. Ja, kurze Statements. Kann sein, dass es da noch Fragen ihrerseits gibt. Bitte schön. Ja, hallo zusammen. Davro, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Man hat so das Gefühl, alle Leute, die du jetzt so in den letzten Wochen reingeschmissen hast, die liefern sofort ab. Sei es ein Volke Kaiser in den letzten Wochen, heute Plechati, der dann sofort das Tor gemacht hat. Wie wichtig ist das jetzt auch gerade mit Hinblick auf den Saisonendspurt, dass man weiß, dass auf alle Spieler Verlass ist, wenn sie gebraucht werden? Ja, ich habe es die letzten paar Spiele schon, glaube ich, betont, dass man nie das Gefühl hat, dass sich irgendwas verändert, sondern dass die Mannschaft marschiert, dass die Dynamik drin ist. Das spricht absolut für die Mannschaft. Ja, das haben wir uns über die ganze Saison erarbeitet und Chapeau vor den Jungs, die jetzt hier einen Mann gestanden haben, die in einer nicht so einfachen Situation bei so vielen Ausfällen dann performen. Und heute hat man es bei Sandro, glaube ich, eindrucksvoll gesehen. Ich habe es gerade erwähnt und es spricht für die Jungs, für die Mannschaft. Sie waren nach 20 Minuten etwa zur Umstellung gezwungen durch den Ausfall von Brumme. Dann vielleicht noch ein Wort zu Easy Young, der ja quasi einen Kaltstart aus der Hose hinlegen musste. Hat ja auch seine Akzente gesetzt heute, wie ich fand. Ja, ich glaube, der war an Elfmeter beteiligt, wo er den Elfmeter rausgeholt hat und beim Eigentor 2 Assists. Ist nicht einfach, in so ein Spiel reinzukommen, direkt da zu sein.
habe lange überlegt, ob ich Easy heute von Anfang an bringe, habe mich dann aber für Sandro entschieden. Ja, ich wollte Sascha auf dem Platz lassen und Sandro dann auf der anderen Seite. Und ja, ist natürlich bitter, dass Brummer raus musste, aber Sie haben gesehen, Sascha hat das dann hinten links hervorragend gelöst und Easy hat mit seinen zwei Assists unserem Spiel und dem ganzen Spiel einen super Impuls gegeben. Ich habe noch eine Frage an den Gästetrainer. Das 0-4 ist relativ früh gefallen, danach waren noch einige Minuten oder viele Minuten zu spielen. Ich habe relativ viele Frustfouls von Ihrer Mannschaft danach gesehen. Wie sieht es der Gästetrainer dann, wenn man dann so quasi aus dem Spiel rausgeht? Die Frage verstehe ich jetzt. Sollen wir jetzt dann, dass die Spieler gefrustet sind und sie was anderes erwartet? Das nicht, aber man kann ja auch anständig zu Ende spielen. Muss ja nicht. Ja, gut. Ich glaube, der Frust ist völlig normal bei solchen Situationen, wenn man so ein Spiel hinlegt. Also natürlich, wenn man keinen verletzt, ich glaube, das ist ja am Ende auch nicht die Absicht von jedem Spieler gewesen. Dann könnte man sich über die letzte Aktion von Götze unterhalten, was das am Ende war. Ich glaube, das war ein anderes Thema. Haben Sie recht. Genau, also wenn Sie dann solche Dinge erwähnen, müssen Sie sicherlich mit zweierlei oder beide Seiten sehen. Das ist eine klare rote Karte, ob es das verdient ist, ob das jetzt dumm ist oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es eine klare rote Karte. Das hat dann am Ende auch zum Spiel gepasst und ich glaube, dass wir trotzdem in der zweiten Halbzeit immer noch versucht haben, dann zumindest ein Tor zu erzielen, dann war die Latte dazwischen. Also ich glaube, dass natürlich dann bei so einer langen Auswärtsstrecke am Ende dann auch gefrustet ist, glaube ich, normal. Ich glaube, das erlebt jeder, der mal auf dem Platz gestanden ist, erlebt es. Und von dem her, glaube ich, es war keine böse Absicht bei irgendeinem Spieler dabei und von dem her, glaube ich, muss man das am Ende auch akzeptieren. Ich habe noch mal eine Frage zum Saisonendspurt. Es stehen jetzt noch 3 Spiele an, 1 Heimspiel, 2 Auswärtsspiele. Ich glaube, man kann sich vorstellen, wie viele RWE-Fans sich wahrscheinlich auf den Weg nach Sandhausen und Lübeck machen werden. Atmosphärisch könnten es dann sogar 3 Heimspiele werden. Wie groß ist jetzt die Vorfreude auf die letzten 3 Spiele, gerade jetzt im Hinblick auf die Situation, dass man ja mitten im Aufstiegskampf mitmischt? Es hat sich für uns nach wie vor nichts verändert. Wir sind voll mit dabei, mittendrin. Es passieren gerade nach hinten raus die letzten Spiele. Wirklich verrückte Dinge. Es ist alles Kopfsache, es entscheidet sich alles im Kopf und wir haben den Einfluss mit unserer Leistung, ja, dass wir mental auf der Höhe sind, einfach unsere Spiele zu ziehen, ja, das nächste Spiel in den Fokus zu nehmen, das versuchen zu gewinnen und bis zum Schluss den Glauben daran zu behalten, vor allem was Umfeld und Fans anbetrifft. Ja, es ist eine geile Situation. Jeder freut sich drauf, jeder ist geil drauf, dass wir überhaupt in der Situation sind. Das ist eine herausragende Leistung der ganzen Mannschaft, des ganzen Trainerteam-Staff und darauf können wir jetzt schon stolz sein. Ja, weitere Fragen gibt es wohl nicht. Dann vielen Dank für Ihr Interesse. Wir wünschen unseren Gästen eine gute Heimfahrt, alles Gute für die letzten Spiele jetzt noch. Und Ihnen allen auch einen schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal hier im Stadion. Tschüss.